zeige dir, wie du ganz einfach eine wunderschöne Blume mit Acrylfarben malen kannst. Als erstes zeichnest du zwei Kreise mit einem Zirkel auf deinen Malgrund vor. Die dürfen sich auch leicht überschneiden. Dann suchst du dir ein paar Acrylfarben aus. Ich beginne mit Magenta, jetzt rundherum Blütenblätter zu malen. Ich setze dafür die Pinselspitze immer leicht über den Bleistiftrand hinaus und drücke ganz leicht auf die Leinwand und bewege den Pinsel dann in die Mitte des Kreises. Während dem Pinselstrich gehe ich vom leichten Druck bis hin zu festen Druck, damit die Blütenblätter außen spitz und innen breiter werden. Dann mische ich in das Magenta-Weiß, das ergibt dann ein Rosa und damit male ich eine zweite Runde Blütenblätter, aber diesmal versetzt. Mit Orange und einem harten, borstigen Pinsel tupfe ich dann das Blüteninnere in die Mitte. Und mit Grün und auch etwas Gelb male ich noch ein paar schöne Blätter an die Blumen. Dafür verwende ich jetzt einen Flachpinsel. Und dann habt ihr es auch schon fast geschafft. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann zum Schluss noch mit verdünnter Acrylfarbe ein paar bunte Farbspritzer auf die Leinwand machen. Dazu klopft ihr einfach vorsichtig mit einem zweiten Pinsel gegen euren Pinsel, dann löst sich die Farbe und es entstehen Farbspritzer. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ergebnis findet.